Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video und es ist Sommer und ich beschäftige mich so viel mit frischen Ideen und ich habe gedacht, ich brauche jetzt auch mal wieder ein bisschen Frische und ich habe mir überlegt, dass das jedes Mal, wenn ich die Haare so zusammen mache, eigentlich zu langweilig ist und deswegen gibt es jetzt mal was Neues. So, das ist jetzt der neue frische Kick für den Sommer. Und mit frischen Sachen, mit Blumen geht es jetzt weiter, aber dazu gehen wir jetzt erstmal wieder in den Blumenladen. Bis gleich! Tschüss! So, hallo! Zu dem frischen Style gibt es natürlich auch wieder frische Blumen im neuen Video. Selbstverständlich. Und ich zeige dir heute, wie du so einen lässigen, tollen Strauß mit Eukalyptus, mit schönem Grün, wie der gebunden wird. Und das kommt jetzt gleich Schritt für Schritt im Video. Weil ich möchte einen schönen Strauß machen in Rosé- und Weißtönen und der Strauß sollte eigentlich mit Pfingstrosen sein, aber Pfingstrosenzeit ist jetzt nun wirklich vorbei, leider, leider, leider. Aber dafür gibt es so schöne kugelige Rosensorten, die man ganz toll als Pfingstrosenersatz verwenden kann. Wenn ich diese, ich nehme diese Blumen, ist auch immer ganz interessant, wenn jemand mit Blumen noch nicht so behutsam umgeht, dann schiebt er die einfach auf den Tisch. Aber ich schiebe die nie, selbst wenn ich die jetzt von A nach B lege, dann hebe ich sie an und lege sie behutsam wieder auf den Tisch, weil dieses Entlangschleifen am Tisch, das tut denen überhaupt nicht gut und das macht die Blütenblätter, ja, das gibt dann beige Stellen und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Und das soll so ein Strauß, wie gesagt, in Rosé, mit Aprikot, mit Eukalyptus, ich habe auch eine Protea dabei und roséfarbene Rosen mit Rand. Da gibt es eine sehr schöne Sorte auch namens Nicole. Die ist ganz toll. Und diese kugeligen, wunderschönen Rosen, das sind Freilandrosen. Und dann habe ich noch eine ganz tolle Blüte mitgebracht. Zum einen die Eustoma, auch Lysianthus genannt. Hier sind die gefüllten Sorten, die halten besser als die Sorten, die nur einen einfachen Blütenrand haben. Und mit diesen Knospen werden die auch unglaublich gern für Hochzeiten verwendet. Sind sehr, sehr schön. Auch hier immer einiges an Blättern abmachen. Blätter nehmen den Blütenköpfen Kraft. Und die Blüten halten länger, wenn man Blätter abmacht. Und je nach Stil ist da natürlich, die haben so viele Seitenzweige, die muss ich erstmal ein bisschen auseinander bekommen. Also so große Blätter. Die machen wir raus und das kann man natürlich sehr schön machen, bevor man die bindet. Da hat man nämlich noch beide Hände frei. Also immer schön vorbereiten. Ich hatte kürzlich eine Praktikantin da, die hat die Blüten vor sich quer auf den Tisch gelegt. Würde ich auch nicht machen, weil da nimmt man sich den Platz, weil wie man sieht, habe ich hier schon eine schöne, ja, eine schöne Galerie an Blüten liegen. Ich brauche natürlich auch schönes Grün. Und dafür habe ich einen ganz tollen Eukalyptus gekauft. Eukalyptus war auch hier zu dieser Arbeit gewünscht. Ich bekomme dann manchmal so ein Foto, wo mir jemand eine schöne Vorlage schickt und sagt, das gefällt denen. Und dann bin ich gehalten, mit ähnlichem Grün und mit einer ähnlichen Anmutung die Sträuße zu arbeiten. Und es soll jetzt wirklich ein lässiger Strauß sein, modern gebunden, nicht rund gebunden, wie es sonst so oft gibt. Und wenn ich das Grün jetzt hier teile und vorbereite, dann mache ich immer unten Blätter ab, weil in der Bindestelle wollen wir natürlich kein Grün. Und weiter oben lasse ich die Blätter dran, sodass ich immer hier einen schönen Stiel habe, um das reinzubinden. Ich habe auch noch ein sehr schönes silbriges, sommerliches Grün. Da mache ich auch die unteren Blätter ab. Und weil die kommen auch nur in die Bindestelle. Und die am besten in lauwarmes Wasser stellen und wenn die so ein bisschen schlapp sein könnten, dann kann man die in Zeitungspapier einpacken, in lauwarmes Wasser stellen und dann kann man auch gucken und dann merkt man auch, wie die Blätter wieder fest sind. Also die sind jetzt richtig fest geworden, weil ansonsten kann dieses Grün auch mal schlapp sein und man muss ja mal wissen, wie man sich hilft, wenn das mal passiert. Das kann immer mal passieren und dass das Grün hübsch ist. Dann war auch Hortensie gewünscht. Hortensien kaufe ich am allerliebsten, das ist jetzt natürlich ein Prachtexemplar,
Hortensien kaufe ich eigentlich am allerliebsten in so Pflanzen mit diesen großen, langen, offenen Blüten. Und was ich dann mache, ist, wenn ich die Blüten brauche, ich schneide die tatsächlich erst kurz bevor ich die verwende, schneide ich die erst ab. Die Hortensie ist zuvor nochmal schön wässern und tunken, dass die gut versorgt ist. Aber die Blüten halten natürlich im Strauß super schön und super lang. Wenn ich mir einfach eine tolle Pflanze kaufe und von dieser Pflanze die Blüten ganz frisch abschneide, wie wenn ich die im Geschäft schon einige Zeit im Wasser stehen habe, auch ein paar Tage. Und ganz wichtig ist bei den Hortensien immer, das mache ich jetzt schon, ein schräger, langer Anschnitt. Ja, hier sieht man diesen schrägen, langen Anschnitt mit den schönen Messern, Floristenmesser. Gibt es bei Floristik 24 und wenn die Messer nicht mehr so toll schneiden, auch mal einfach in Müll werfen, weil es gibt nichts Schlimmeres als schlechtes Werkzeug. Das ist eine Katastrophe und damit kann man auch nicht gut arbeiten. Ich beginne den Strauß. Mal gucken, ich werde auch meinen ganzen Eukalyptus verwenden. Ich beginne den Strauß mal mit der größten Blüte, die ich habe. Das ist die Protea. Das ist also wie so eine Königin. Riesengroß ist sie. Und der Strauß ist also auch ein bisschen unordentlich gewünscht. Ja, also ich sage bewusst jetzt unordentlich lässig. Und da kann ich also auch die Blüten ganz locker und lässig anlegen. Wie immer nehme ich den Strauß in der linken Hand. So, ein Blättchen rausschneiden noch. Ich halte den Strauß in der linken Hand. Ich lege die Blüten immer in der Spirale an, also von mir weg. Das ist immer das gleiche Prinzip. Und drehe den Strauß in meiner Hand. Die Hortensien, bei denen würde ich immer die Blätter abmachen, weil die Blätter nehmen dem Kopf Kraft und die Hortensie hält dann nicht so lang, wie sie ohne Blätter hält. Und bewusst lasse ich diesen schönen Eukalyptus dazwischen spitzeln. Und da ich auch so viele Rosen habe und da ich jetzt also einen üppigen und lässigen Strauß, also es gibt einen Glückwunschstrauß für eine Hochzeit, die morgen ist, kann ich auch ruhig mehrere Rosen gruppiert mal anlegen. Die brauche ich gar nicht einzeln anlegen. Und die können auch Höhen und Tiefen zeigen, die Rosen in dem Strauß. Würde ich bei einem rundgebundenen Strauß nicht machen. So, ich muss das auch selber erstmal ein bisschen sortieren, sorry. Und wunderschön sind natürlich die Eustoma, weil diese Knospen so schön spitzeln. Dadurch, dass ich mit dem Strauß jetzt auch ein bisschen größer werde und üppiger werde, muss ich, sobald ein Strauß größer ist, muss ich in der Bindestelle mit der Hand ein bisschen tiefer gehen. Ja, das ist ganz wichtig, weil wenn ich jetzt so weit oben bin, dann kann ich nicht großzügig und größer in dem Strauß vom Binden her werden. Und der Anfang ist immer, dass man die Blumen ein bisschen dichter unter dem Kopf fasst, aber sobald man etwas mehr Größe und mehr Länge in den Stielen erreichen möchte, muss man auch tatsächlich mit der Hand tiefer fassen und bekommt dann auch diese Lässigkeit, dass so ein Strauß auch schön fällt in der Hand. Wunderschön ist natürlich auch dieser Eukalyptus mit den runden Blättern. Der ist perfekt dafür, für diese Arbeit. Und ich möchte jetzt natürlich auch richtig Volumen bekommen. Und lege auch diese Rosen, die sind auch schön, weil die sich schon so ein bisschen fallen, ja, weil die so lässig fallen. Das ist genau das, was ich gern hätte. Und ach, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, natürlich bei den Blüten, die ja auch so schön sind, das sind die Nelken. Nelken nehme ich also bei Hochzeiten und bei ganz vielen Anlässen das ganze Jahr über fast als Pfingstrosenersatz. Die sind natürlich nie so kugelig, aber die haben diese gezackte Struktur. Und Nelken sind unglaublich schön. Sie halten toll, sie halten Hitze aus. Das kann man nicht von jeder Blüte behaupten. Und selbst wenn eine Hochzeit bei 35 Grad stattfindet, mit Nelken muss ich mir da überhaupt keine Sorgen machen und kann ganz lässig die Sträuße binden. Das mit Hortensien zum Beispiel haben wir da richtig Probleme sonst. Aber gibt es auch zu Hortensien sehr schöne Alternativen.
Werde ich mal in einem anderen Video zeigen. Heute nicht. Muss ja noch Ausblicke geben, aber mein Kopf ist voller Ideen für 1000 Videos und es soll sich ja auch lohnen, den Kanal zu abonnieren und immer wieder an die neuen Videos erinnert zu werden. Ich bin übrigens gefragt worden, wie man die Glocke aktiviert, von der ich immer am Ende vom Video spreche. Das ist ganz einfach, man klickt einfach auf die Glocke drauf und dann kann man einstellen, ob man an alle Videos erinnert werden will oder da kann man diese Einstellung sehen. Und diese Glocke, die ist also, wenn man abonniert, ist die Glocke direkt daneben. Also es ist quasi, wenn ihr auf meinem Kanal seid, dann da kann man an der Glocke diese Einstellungen anzeigen lassen. Ich habe das nämlich extra angeguckt, weil es hat mich jemand gefragt, der hat gesagt, ich weiß nicht, wie das geht. Da habe ich gesagt, ich gucke das mal nach, ist kein Problem. Habe ich natürlich getan. Weil mich interessieren ja auch bei manchen Kanalkollegen die neuen Videos und auch ich lasse mich erinnern und gucke dann natürlich, was meine Kollegen so machen und bin natürlich immer neugierig, ist ja klar. Aber ich guck nicht Ideen ab, ich mache schon meine eigenen Sachen und ich habe auch meine eigenen Ideen. Also danach brauche ich Gott sei Dank nicht zu schauen. So, diese Eustoma, da war jetzt der Stiel so üppig und so verzweigt, die habe ich jetzt einfach mal kurzerhand unten wieder geteilt, weil auch hier sind so viele Stiele dran, das ist ja Wahnsinn. Und auch da wir so einen lässigen Charakter wollen, können die ruhig an der Seite, auch die Eustoma, können da ruhig auch ein bisschen rausgucken. Dann lege ich natürlich immer wieder Eukalyptus an. Und so, Moment. Muss man alles auch immer schön in der Hand behalten. Und mit dem Grün stützt man natürlich auch die Rosen, weil die Rosen sind, das sind die Stiele jetzt nicht so fest in dem Fall. Entweder man stützt diese Rosen dann mit Grün oder man drahtet Rosen. Das ist natürlich die Alternative. Was wir auch ab und zu machen, wenn die Rosen natürlich im Strauß so gehalten werden müssen oder einzeln sind, dann drahten wir die auch manchmal. Das kann auch vorkommen. Wow, es wird jetzt immer mehr. Es wird ein echter Knaller, aber es soll es auch werden. Und genau so hat es auch die Schenkerin bestellt und gewünscht, dass das für die Hochzeit so ein richtiges Highlight wird. Ja, und meine Blüten habe ich ja dann schon alle schön arrangiert und kann das Ganze noch mit dem Eukalyptus so lässig umrunden. Wenn einem der Strauß dann irgendwann mal zu schwer oder zu lang ist, man kann ihn auch einfach umdrehen und kann dass man einen schönen Rand macht, kann man genauso auch von unten mal den Strauß angucken und drehen, weil manchmal, der hat jetzt auch richtig Gewicht, ja, manchmal ist er auch so schwer. Bin ich dann zeitweilen auch froh, wenn ich dann ein derartiges Monster aus den Händen legen kann. Ich lege jetzt auch den letzten Eukalyptus bewusst an die Hortensie, dass die auch gut gestützt ist. Und also man sieht hier auch an den Stielen schon, es sind alle in der Spirale, es gehen alle in eine Richtung. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich werde die Protea noch ein bisschen rausgucken lassen. So, und ansonsten bin ich eigentlich schon sehr happy mit meinem Werk und werde es jetzt abschneiden und werde diesen Strauß morgen früh als Hochzeitsglückwunsch an die Braut liefern. Das, so viel zu dem Strauß, der als Glückwunsch rausgeht. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ich habe noch ganz tolle andere Ideen. Die nächsten Videos sind mit blühender Artischocke, mit Wein, mit Weintrauben. Also da kommen noch ganz tolle Sachen und es ist immer so schön mit diesen natürlichen, saisonalen Früchten und Blüten. Das ist das, was den Reiz ausmacht. Ich hoffe, du bleibst dran und bist wieder dabei und freue mich auf jeden Kommentar und sag für heute liebe Grüße. Tschüss, deine Margit.